Sehr gute Verbindung. Jawohl, also scheint es wohl zu laufen. Nehme ich mal an. Gibt nur noch kein Bild, ne? Zumindest auf meiner Vorschau nicht. Aber das sollte ja jetzt eigentlich gleich kommen, ne? Schauen wir mal. Ja, das sieht doch schon ganz anders aus. So, weitergehen soll es mit Need for Speed Porsche. In der Hoffnung, dass das mein Lenkrad gut rausfiltert, weil ohne Lenkrad kann ich es definitiv nicht mehr weiterspielen. Und die Anlage auch zugleich rausfiltert, aber das geht schon. Ich habe den neuen Filter von OBS Studio zum einen drin und zum anderen habe ich im Vorhinein noch zusätzlich RTX Voice über dieses Broadcast laufen auf meiner RTX-Karte. Und das scheint wohl zu gehen. Ja. Einfach weil das mit Tastatur mittlerweile hier nichts mehr ist. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Ja, geht es hier jetzt weiter oder? Ne, ich bin industriell. Ja, hat das Ding schon begonnen. Mit dem Wagen, ja. Was haben wir denn für Reifen drauf? Normale Reifen, ja, das geht nur klar. Aber oh. Ich sollte mal ein bisschen niedriger machen und ein bisschen härter. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Gucken, ob das alles noch funktioniert, ja, mit meinem Lenkrad. Wenn es jetzt dumm läuft, darf ich jetzt mit Tastatur weiterspielen. Das wäre blöd. Ja, so sieht es nämlich aus, ne? 3, 2. Das ist jetzt natürlich blöd. Denn es geht mir wahrscheinlich meine Platzierung flöten, wenn es ganz dumm läuft. Und ich habe kein Backup von dem Spiel. Das geht gut los. Was hier mal stottern muss in dem Menü bei Controller. Damit es doch wieder, ja. Auch mit dem neuen Patch. Na gut. Können wir aber auch mitleben. Machen wir noch testweise kurz ein schnelles Rennen. Auch zum Warmwerden. Drei, Sieht gut aus. Zwei, eins, los! Fühlt sich nur so an, als wenn mein Force Feedback irgendwie gerade gar nicht funktioniert. Das ist ein bisschen blöd. Erst schien es zu funktionieren und jetzt nicht. Ich glaube, ich habe den Profiler noch nicht an. Überhaupt nicht an. Wie auch immer. Oh, jetzt geht's. Interessant. Naja. Wie auch immer. Hat aber tatsächlich ganz gut gefällt hat, was? Ist ja nett. Aber es scheint halt so, als wenn YouTube die Bitrate gerade nicht mag. Ich habe den Profiler tatsächlich laufen. Ist ja schon mal gut. Ja, da ist ihm die Bitrate wohl zu viel. Na, wir schauen mal. Ich stelle sie einfach mal ein bisschen runter.
Schauen wir mal, ich habe die Bitrate jetzt runtergestellt etwas. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Beziehungsweise besser klappt. Naja, also wieder rein da. Ich wette, ich habe meine Platzierung verloren, ne? Nee, ich darf die Zone industriell doch noch bauen. Das ist natürlich super. Neun Elf ohne Turbo ist ja die Ansage. Tja, war das jetzt der hier? Habe ich den gepimpt? Ja, habe ich. Ja gut, dann wird es jetzt wieder gehen. Dann geht's los hier. Ich habe das dumme Gefühl, dass die Bitrate YouTube immer noch zu hoch ist. Ja gut, dann kann ich aber auch wie eben schon mal nochmal rausgehen und das nochmal ändern, ne? Woran liegt's denn? Ja, wenn OBS Studio meine Einstellung natürlich einfach strikt nicht übernimmt und Mist baut, dann wundert mich das natürlich nicht. Ja, wie sieht's jetzt aus? Oh, nimmt einfach mal dieselbe Betroffene. Das ist witzig. Was soll denn das? Ja, irgendwas ist hier schräg mit der Bitrate, ne? Kann doch nicht wahr sein. Haben die das beim letzten Update verkackt? Ich meine, ich hätte das Wasser da nach draußen rausjagt, aber das macht YouTube halt wohl anscheinend nicht mit. Daher ist das ziemlich blöd. Also irgendwas ist da schräg mit der Bitrate gerade, aber ja gut. Was willst du machen? Ach je. Tja, da willst du eine Runde streamen und dann funktioniert das nicht. Das ist ein bisschen blöd. Das scheint jetzt zu gehen, aber ja, mit zu viel Bitrate, das haut nicht hin. Ja, YouTube empfängt nicht genug. Übernimmt einfach die Einstellung nicht, was ich geben möchte an Bitrate. Das ist nett.
Ist dabei 42, 43.000 kW pro Sekunde. Ja, habe ich gar nicht eingestellt. Probieren wir noch mal mein Backup von OBS Studio. Ja, und stellen fest, dass OBS Studio das mit dem Update irgendwie verkackt hat. Ja, wenn jetzt die Vorschau bei mir funktioniert, dann ist alles cool, ne? Benutze halt StreamFX mit OBS Studio. Und anscheinend für das nächste Update passt da was dann nicht. Aber ja gut, jetzt scheint es ja zu laufen. Sehr gute Verbindung in der Vorschau. Er macht da seine knapp 10.000 kW pro Sekunde. Jetzt können wir endlich spielen, ja? Ja, wie schon gesagt. RTX Voice und dann der neue Filter von OBS sollte mein Lenkrad und auch für mich den Sound von der Anlage für euch rausfiltern auf dem Mikrofon. Was ist denn hier mit Force Feedback? Alles auf 50. Ja, meinetwegen. Wenn ich das alles aufdrehe, dann nimmst du mir gleich meinen Schreibtisch auseinander. Man kann es nicht auf 100 stellen, nur auf 99. Okay. Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Ist halt verdammt lang her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Funktioniert denn das überhaupt hier mit dem Driving Force GTA? Das Force Feedback. Irgendwie kam mir das eben schon bei einem Rennstart mal komisch vor. Sieht sich Drei, aktuell nicht so an. Vor zwei, allem die greift sie nicht. eins, Zentriert los! nämlich nicht, was er eigentlich tun sollte, aber ja gut. Ja, ist das Force Feedback gerade nicht vorhanden? Das ging doch letztens aber noch und das ist das Merkwürdige daran, ne? Gehen wir wieder auf etwa 50 hier. Ich mir die Finger zurückstellen auf den Standardwert hier. Spiel auswählen. Porsche. Die spezifische Einstellung. Oh, eigentlich dürfte das alles soweit passen. 200 Grad bin ich mehr. Ach so, daher weht der Wind. Das ist ja jetzt NFS 5.exe. Daher weht wahrscheinlich der Wind. Ja. Alles klar, dann brauche ich mir nämlich gar keinen Kopf mehr. Ja, und der Netzteilstecker ist wohl rausgeflutscht. Alles klar. Ja, dann können wir ja jetzt endlich weiterfahren hier. So. Manchmal ist das aber auch, naja, ne? Nicht so einfach alles. So, gleich ab ins nächste normale Rennen.
Ja, ich hätte sehen können, wenn ich auf mein Lenkrad geguckt habe, weil wenn das GT nicht leuchtet, dann ist das Netz da irgendwie. 3, 2, Jo, 1, gehen wir mal weiter. los! Das scheint ganz gut zu funktionieren mit dem Filter. Das sieht gut aus. Das von nebenbei. Das sieht sogar sehr gut aus. Fahre mir hier einen zurecht heute wieder. Schlimm, noch ein paar Tagen Pause. Oh yeah. Hauptsache erst. Sieht alles gut aus. Hauptsache auch. Nur die, die auch gut sind. Ich glaube, die ist eigentlich nicht. Wir probieren das. Auffahrt an einer bestimmten Stelle kann ich nicht unten lang fahren, da muss ich hier oben fahren. Ne? Ja, hier. Da steht nämlich der Hacker weg. Jetzt gibt es einen großen Crash und das war's dann für mich für dieses Rennen. Richtig abgebogen. Oh, shit. Ist das erste Rennen ja schon mal gut gelaufen. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle an. Teilen hier jetzt gerade live. Bin noch auf, ne? Das wäre gar nicht so blöd.
Also Replay eigentlich gleich vorbei, ne? Müsste gleich durch die Ziellinie fahren. Ja, dann. Schauen wir mal, wie es weiterläuft. Ob ich gut durchkomme oder ob es mich zerruppt hier. Pyrenäe, ja, da kann ich auch bei den normalen Reifen eigentlich bleiben. Auf den Pyrenäen. Los! Tastatur ist das hier alles nicht mehr machen. Kann man alles schon vergessen. Muss halt so viel wie möglich mit dem Lenkrad rausholen, was sie hier verbrauchen. Dann haben wir schnell runtergeschalten. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle an. Schau mal, nur mal wie dick Zeit mich schaffe ich mit so einem Ding aber trotzdem nicht, ne? Ist aber auch nicht so wild, das mit OES, denn soweit ich das gesehen habe im Change Log, habe ich nicht irgendwas erhaschen können, was mir tatsächlich oder bei mir tatsächlich was brauchbar besser ändert bei OES Studio. Aber ich bin bei solchen Sachen natürlich einer, der halt aktualisiert mit einem Backup vorher.
Und das halt einfach austestet, ne? Und irgendwas haben sie da an den FFmpeg-Geschichten mit NV Inc. halt irgendwie vergeigt. Irgendwas haben sie da geändert. Was jetzt nicht mehr funktioniert. Vor allen Dingen nicht mit den Einstellungen über Streamapp X. Nutze ich halt mein Backup erstmal, ne, mit meinen alten Einstellungen und dem jetzt ganz, ganz leicht veralteten OBS Studio und dann ist das auch. Ich bin schon in meiner Live-Vorschau. Sind wir da noch nicht so weit. Doch, wir sind schon so weit. Das ist gar nicht so krass verzögert, ne? Oh, der Wagen ist heilig geblieben und jetzt kommt der Monte Carlo Corsa. Oder möchte ich aber gerne Slicks fahren, ne? Alle Reifen ist irgendwie uncool. Ich meine, ja, mehr Grip, aber mit den Slicks sind wir, denke ich, schneller unterwegs, ne? Das bieten die beste Bodenhaftung bei trockenem Wetter, aber zu einem gepfefferten Preis. Sie sollten aber bei trockenem Wetter eingesetzt werden. Monte Carlo ist eigentlich immer trocken, also. Rauchen und Rennen fahren ist immer so eine Sache, ne? Aber wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Drei, zwei, eins, los! Wahrscheinlich ist das jetzt gar keine so gute Idee. Pausieren mal, bin jetzt eh gleich fertig. Gestopfte sind jetzt zum Glück schnell weg. So, auf geht's. Aber ich komme rum. Ich werde ja wohl die alten Strecken hier noch rauf. Also einigermaßen, ne? Das ist eine erste Runde. Erster Platz. Nur noch eine Runde. Jetzt auch mit wenigstens Schaden verlieren euch und durch diese Kurve. Das sind ja nur zwei Runden, hab ich da gerade schon hinter mir war. Gar nicht mehr so spannend jetzt gerade hier. Die Turniere. Und relativ easy. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle an.
muss doch erst nochmal gucken, wo ich meine Handbremse aufs Lenkrad gelegt habe. Ja, zweite Runde wahrscheinlich, schon so ab hier ungefähr. Patch wäre es echt nett, ne? Da kann man nicht meckern. Nein. Das funktioniert sehr gut jetzt, das Spiel. In Widescreen. Das hat was. Ja, jetzt muss ich ein bisschen reparieren und jetzt müsste ich mir tatsächlich auch Regenreifen zulegen bei Alps. Sonst fährt man da nicht so schön mit der Maschine hier. Deswegen war es auch eine verdammt schlechte Idee, zuletzt da mit Moby Dick durchzuballern. Weil den kann man nämlich nur mit Slicks fahren, soweit ich weiß. Und entsprechend ist man da dann gelackmeiert. 3, 2, 1, los! Gerade rückwärts, ne? Kann das sein? Das dann brauch diese paar langen S-Kurven, weil da komme ich nämlich immer richtig gut durch und dann bin ich Abapfel weg. Ah, shit, oh nein. Oh, geht wohl. Nicht unbedingt gut, aber geht, ne? Du drängst mich jetzt ab. Shit. Das kostet Geld, macht eine Werkstatt. Mhm. Das ist genau der Part, den ich meine. Ohne Regenreifen kommt man hier nicht sauber durch. Das ist schon schwer genug. Dann die Pedale auch wegrutschen auf dem Boden, ungünstigerweise, dann ist das bescheuert, ja? Uah. Dieser Takt-Patch bei mir war.
eigentlich müssten die Seitenspiegel besser aussehen. Sehr viel besser aussehen. Finde ich ein bisschen komisch gerade. Ich meine, ich hatte das. Geht halt texturmäßig noch ein bisschen was baden. Das ist halt ein gutes Spiel und das hat halt seine gewissen Probleme auf neueren Rechnern. Ne? Windows ist jetzt gar nicht mehr das Problem, so. Das ist alles, wie man sieht, ja gepatcht wie von vorne bis hinten. Du hast das Rennen gewonnen. Das geht gut. Du hast das Turnier gewonnen. Weiter mit dem nächsten Turnier. Glückwunsch, du hast einen neuen Rekord für diese Strecke aufgestellt. Ja, da konnte ich mit Moby Dick halt keinen Rekord reißen, weil ich da halt gerade Slicks gefahren bin, ne? Was halt immer nicht anders geht mit dem Wagen. Es gab ja nur ein riesiges Geschwitter mit dem Ding. Tatsächlich noch ein Stück ab, oder? Ja, rückwärts ist das auch nicht so meine Strecke. Vorwärts dann schon eher. Naja. Oh yeah, ab übers Eis. Ein wenig Offroad. Naja, gutes altes Porsche, ne? So, und danach kommen nur 2911 Turbos. Vorher machen wir das aber nochmal zu.
Mir ist zwar nämlich was aufgefallen, ich möchte gerne ein bisschen mehr Grafik haben, nicht? Ist hier nicht aufgeführt, ne? Oder ich bin blind. Aber tatsächlich sieht es aus, als wenn es da nicht aufgeführt ist. Jetzt ist es aber da. Ich möchte ganz gerne wenigstens vierfaches Anti-Aliasing haben bei dem Spiel. MSAA. AA vor allen Dingen. Kann das sein, dass ich das hier rüber starten muss, damit das funktioniert? Kann sein. Save and launch. Jo. Mal sehen. So. Werde ich mir wahrscheinlich schon wieder einen neuen Wagen kaufen müssen, weil ich den noch nicht habe, den wir da brauchen. Mal gucken. Also nur Baujahr 2911 Duorus. Oh, das ist dann schon das letzte Turnier. Ich habe es dann schon durchgespielt. Ja, danach gibt es dann nur noch die Clubrennen für Klasse 3. Ne? Klasse 3 sei schon für. Das ist ja hier die moderne Ära. Ja, gut. Ich muss mir eindeutig einen neuen Porsche kaufen, weil ich gar keinen 2000er Porsche besitze. Es gibt einen Boxster S. Und diese Modulkiste hier. 911 GT1 Race Version. Alter Schwede. Aber ich glaube, den konnte man nachher auch gewinnen, ne? Den muss man nicht kaufen. Ja. Eigentlich wäre es auch ganz cool, wenn ich nun den Boxster bin ich ja schon mal gefahren, ne? Ja. Den Werksfahrer, da gab es ja noch diese Aktion hier. Ich glaube, das war halt ohne Lenkrad auch ziemlich kacke. Deshalb kam ich da nicht weiter. 3, 2, 1, Weil das hier los. nämlich schon so ein Ding ist von. Ist ohne Lenkrad halt nix. Da wird es dann halt schon eng. Ich habe das die ganze Zeit bisher mit Tastatur noch gespielt gehabt. Ich habe einfach keine Lust, mein Lenkrad anzuschließen hier und aufzubauen, das Ganze. Kabeleimäßig. Den Tag war Xavos dann ja auch mal live mit dabei und da kam ich dann halt an einen Punkt, wo das einfach mit anfing die Tastatur, das ist nichts. Wie ist jetzt aus? Ja. Zeit ist hier dann vor allem noch ein Problem bei den beiden. Aber ich habe das ja schon mal geschafft, irgendwann im Let's Play, also muss es ja auch machbar sein. Weißt du nicht, was ich da vielleicht anders gemacht habe? Ja, komm, 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 komm. Ah! Alter Schwede, auf die Sekunde, auf die einzige, auf die Millisekunde. Kann nicht wahr sein. Was? Lenkrad dran beim ersten Versuch. Das ist doch was. Ping. Oh yeah.
So kann's gehen. Und was kommt als nächstes? Ja, Dennis, du hast dich in deiner vorherigen Position als Junior-Testfahrer sehr gut gemacht. Jetzt wird es aber Zeit für neue aufregende Herausforderungen mit dem Porsche Testteam. Glückwunsch zu deiner Beförderung zum Testfahrer als Anerkennung für deine exzellente Leistung und so weiter und so fort. Ja, jetzt, ach so, jetzt kriege ich den ja erstmal geschenkt, ne? Für die Evolution. Und jetzt geht das noch weiter. Ich meine, man hat später dann nämlich den Boxster, eventuell auch den Boxster S, dann auch so bekommen. Ja, ich soll den Wagen ohne Kratzer zurückbringen. Jetzt will ich schon mal gucken. Evolution. Ja, da ist er nämlich, goldene Ära. Jetzt habe ich diese spezial lackierte Version hier, die ein bisschen aufgerüstet ist. Oder doch sogar ganz. Nee, ist sogar ganz aufgerüstet. Mit Slicks drauf. Ja. Kann ich nämlich den anderen, den ich habe, den hier nämlich verkaufen und kann das Geld nämlich auch gebrauchen, ne? Sowieso das Ding, was ich die ganze Zeit zwischendurch mal ein paar Mal gemacht habe. Habe Gebrauchtwagen gekauft und wieder verkauft, um auch Geld zu bekommen. Das muss man, um bestimmte Wagen zu machen, muss man das sowieso machen. Weil sonst bekam man nämlich einen bestimmten von den 944ern hier nämlich nicht. Ich glaube, den 944 Turbo Cabrio aus der modernen Ära. Den konnte man nämlich gar nicht im Neuwagen-Shop kaufen. Ich glaube, der war das. Oder war es der 944 S, den man sonst nicht bekommen hat? Irgendwie sowas. So ein, zwei Wagen auf jeden Fall. Und das wollte ich mir nicht nehmen lassen. So, jedenfalls kann ich jetzt. Ach, Evolution wollte ich auch gar nicht. Ich wollte jetzt den Werksfahrer weitermachen. Den möchte ich nämlich in der Möglichkeit eigentlich sogar lieber insgesamt schon vorher komplett absolviert haben. Drei, zwei, eins, los! Bevor ich das andere weiterspiele. Naja. Uff, mit Verkehr hier auch noch. Na klasse. Dann fahre ich über die Außenansicht. Ich bin nämlich nicht so der Pro, was diese Strecke hier anbelangt. Und ich mag die auch irgendwie nicht so richtig, weiß ich nicht. Ja. Ich jodel mal woanders rum. Weil sich das hier komisch, auch komisch anfühlt, mit Lenkrad so zu spielen. Ne? Also wenn ich Lenkrad fahre, ich brauche irgendwie eigentlich immer das Cockpit so, weil das andere ist irgendwie nicht so richtig, richtig. Ist dann irgendwie. Vielleicht muss ich aber auch diese Oberfläche von Barock da, den ganzen Patches und so, den Takt eingeben, den ich jetzt habe. Was die Sache dann ziemlich einfach macht, weil ich die komplette CPU einfach, wenn sie schaltet, bei 3,9 GHz schalten lasse. Mal stelle ich da 3900 MHz ein und dann müsste eigentlich gut sein. Aber eigentlich sollte das ja bewirken, dass er dem Spiel einen Fake-Takt vorgaukelt. Das heißt, das ist eigentlich egal. Aber ja, gut. Muss ich dann mal sehen. So. Jetzt muss ich wieder zurückfahren, eigentlich, ne?
Ach, gar nichts muss ich. Ja, das ist auch gut. Dann habe ich das nämlich geschafft hier. Ab dafür. Weg ist weg. Gut durchgekommen hier. Ne? Da kann man noch mit leben. Ein bisschen der Sound kaputt. Muss man aber echt mal sagen, wie schön das Spiel eigentlich gealtert ist. Das sieht immer noch gut aus. Manches guckt man lieber nicht genauer hin, so, weil, ja gut, es ist halt von um 2000, ne? 1999 oder 2000. So in dem Zeitraum. Aber so ansonsten. Ehrlich gesagt sieht Need for Speed Underground und Underground 2 da immer noch ziemlich kacke aus im Vergleich zu. Und Hot Pursuit 2 gefällt mir irgendwie auch nicht so im Vergleich. Ja, bei Hot Pursuit 2 sieht da irgendwo noch dazwischen sieht noch okay aus. Ne? Ja, bin ich gut durchgekommen. Einmal komplett durchgepaced, alles klar. Ja, da dachte ich noch, ich müsste zurückfahren und bin dann auch zurückgefahren. Könnte ich diesen Car Control Patch auch wieder abschalten, dann würde er halt automatisch wieder einfach nur wegdrehen. Wir möchten, dass du ein paar Veränderungen am Allradantriebssystem des neuen Carrera 4 testest. Wir haben einen Kurs in den Alpen aufgestellt, aber pass auf, der frische Schnee bietet zwar ausgezeichnete Testbedingungen, ist aber sehr glatt. Ja, nee, das ist logisch. Muss ich echt? Diese Mistbrecken. 3, 2, 1, los! Habe ich ja gar keine Lust drauf, eigentlich, ehrlich gesagt, hier, ne? Das ist halt einfach nicht meine Strecke hier. Ganz und gar nicht. In der vorgesehenen Zeit nicht, oder? Doch. Eine Sekunde eher. Mann, oh Mann, oh Mann. Eindrucksvoll gefahren. Ja. Wenn du das eindrucksvoll fandest, das fand es ziemlich unspektakulär eigentlich gerade, aber gut. Ein Cabri.
Naja. Gucken, was als nächstes kommt. Klaus arbeitet an einem Projekt in einem Lagerhaus im Industriegebiet und braucht ein paar Ersatzteile. Kannst du sie ihm ins Hause bringen? Wir brauchen sie so schnell wie möglich. Wenn du die Teile abgeliefert hast, komm sofort hierher zurück, um deine nächste Aufgabe entgegenzunehmen. Jaua. Okay. Drei, zwei, eins, los! Machen wir das. Ja, was hast du denn vor? Lass mich mein Zeug erledigen und lass mich heilen. Komm, Axt. Keine Zeit für Spielrennen lassen. Manchmal ziehen die ganz fies raus, wenn ich das ist. Aber meistens, wenn da die Polizei mit dem Spiel ist. Holy shit! Ich hab wieder Fahrmanöver drauf hier. Naja, scheint ja zu laufen, ne? Wozu diese Stelle hier ist. Ist nämlich eigentlich keine gute Abkürzung, habe ich mal rausgefunden. Jedenfalls nicht immer. Ding! Ausgezeichnet. Ja, dann. Thank you.
Weil der ganz gut auf dem Boden bleibt, da, mit seiner Pommes-Theke. Oh yeah! Das sah aber echt gut gefahren, ey. Das sah auch echt gut aus. Oh, kleiner Hüpfer. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Wir haben einen neuen Junior-Testfahrer für unser Team eingeschaltet. Billy, ich habe einen Kurs für euch aufgebaut. Vielleicht kannst du ihm mal das Testgelände zeigen. Ja, klasse. Ja, keine Ahnung, was kommt. Ich lasse das ABS mal an. Drei, zwei, eins, los! Klasse, jetzt habe ich dir für Pidifax am Hals. Ist das zeitlich wieder Schrott hier wahrscheinlich? Das wird eng. Na, das kann ich nochmal machen. Schon klar, ja. Och nö. Nur wegen einer Sekunde oder was? 3, 2, 1, los! Gehen wir noch nicht auf den Keks. Echt, da kann einmal auf den Keks gehen, dann komm. So, und jetzt? Möchte mal mit mir sprechen. Ja. Hey Dennis, du glaubst wohl, du bist schnell? Ich habe gehört, du bist ein heißer Typ. Ich bin zwar neu hier, aber ich will nicht, dass du mir die Schau stiehlst. Deswegen will ich dir mal deinen Platz in der Rangfolge zeigen. Wir fahren ein Rennen auf den Hügel hinauf. Dann wollen wir mal sehen, wie schnell du wirklich bist. Ja, nee, ist klar, ey. Komm. Einmal abziehen und fertig. Ist ja kein Problem. Drei, zwei, eins, los! Ja, genau. Gliederst dich gleich hinter mir ein, ne? Dahin, wo du hingehörst. Mach mal. Große Klappe, aber gleich erstmal. Oh, Verkehr. Jetzt wird's aber richtig lustig hier. Ja.
Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Gut. Aber ich kann sich ja mit dem Polizisten hier rumnehmen gleich. Und tschüss. Ja, hast du ja schön quergestellt und ist da voll reingefahren. Habe ich auf der Karte eben unten links noch gesehen. Ja. Kann ich ja jetzt hier ganz beruhigt durchbauen. Ich dachte, es kommt jetzt hier mehr auf Fahrkönnen an und dass die KI auch ein bisschen besser ist, aber ja gut. So ein easy Ding wird. Na gut. Dann haben wir es jetzt halt leicht. Freut sich meine RTX 2060 bei einem Stream-Record von einer Stunde gleich. Da hat sie was zu tun mit StaxRift. Dann für dieses Longplay. Jetzt ist es nochmal schnell. Das will ich doch heilen, Mensch. Haben wir den Polizisten Bescheid gegeben, dass wir hier ein Rennen fahren oder was? Geschmiert. Was soll das? Ich kann nur fahren lassen hier. In der Polizei. Das war aber ganz schön viel Glück im Spiel. Das glaubst du selber nicht. Ich bin gefahren einfach, Mensch. Ich hab's gesehen. Ja, nicht. Oh yeah. Ja, okay, was im Verkehr anbelangt, wahrscheinlich zum Teil wirklich, wenn ich mir das nicht mit dem LKW sah. Thank you.
Kann man das auch zurückspulen eigentlich? Jetzt wird das wahrscheinlich nochmal ganz von vorne spielen, oder? Das ist natürlich blöd. Hinten schauen ist er vielleicht gar nicht mal so verkehrt dabei. 25. Hälfte, einfach, zweifach. Witzig, dass der Polizist noch genauso klingt hier wie damals einst in Need for Speed 1. Die Sirene. Das fällt mir jetzt mal gerade so auf. Aber sonst hat man ja auch nicht viel mit Polizisten hier im Spiel, ne? Guck, der ist doch da irgendwie rückwärts. Wenn ich rückwärts schaue, ist er doch voll hinten in den LKW reingekachelt, oder nicht? Das titscht er mich hinten an, ärgert mich hier. Dumm. Einfach mal geil. Ich habe ein paar Veränderungen am Boxster-Prototypen vorgenommen. Fahr doch mal raus aufs Testgelände und probier ihn aus. Der Kurs ist zwar ziemlich schwierig, aber du machst das schon. Ja, lass mal sehen. Was sollen wir denn da machen? Drei, zwei, eins, los! Das ist schon der Boxster S, die Sportversion mit dem Doppel-Endrohr unten da. Mit dem Double-Muffler-Tip. So wird das wahrscheinlich nichts. Mal gucken. Planung dran. Ah. Ja, es hat die Zeit natürlich nicht gereicht, weil ich da bei dem einmal im Kreis irgendwie zu lahm war, da nicht rumkam. Können wir das nochmal machen? Ja, genau. 3, 2, 1, los! Das fühle ich mega. Ne? Jetzt aber. Sieht ganz gut aus. Diese Veränderung kommt vielleicht im nächsten Modell vor. Ja. Ja, dann. Der Radkasten hinten leicht transparent ist und man den Reifen durch die Karosse sehen kann, oder? Geil.
Ja, so ist das. Hey Dennis, wir machen nach der Arbeit ein kleines Rennen auf der Landstraße. Dein Ruf steht auf dem Spiel. Billy hat hinter deinem Rücken ganz schön über dich hergezogen. Dem solltest du mal eine Lektion erteilen. Du solltest dieses Rennen gewinnen oder Billy hört nie auf. Na komm. Nochmal ein Rennen gewinnen, das kann ja nicht so das Problem sein, ne? Drei, zwei, eins, los! Wieder diese Pyrenäenstrecke. Machen wir schon. Alles kein Problem. Und tschüss. Jetzt habe ich ihn da noch vor der Nase. Aber den kriege ich auch gleich noch. Rollt. Der hat schon schön mit dem Wasser her. Ja. Ah, komm, geh mir nicht auch noch auf den Sack. Aber schönen Abflug gemacht. Das sieht bestimmt richtig gut aus gleich im Replay. Ja auch ziemlich riskant. Kurven von außen nach hinten. Und wenn einer um die Kurve kommt, dann fliege ich auch. Kann ja mal so machen. Dann sehe ich das wenigstens rechtzeitig. Noch nicht. Typisch. Oh, Hit! Oh no! Das war jetzt aber gar nicht fair. Was hüpft der denn und hüpft auf mich drauf? Na, klasse Polizistin. Alarm für Cobra 11 hier oder was? Kamikaze. Ja, da passieren lustige Sachen. Ja. Gut, dass ich das aufzeichne. Schon wieder Polizei. Die baut doch nur wieder Mist hier gleich bei mir. Fahr nur selber so schnell. Ja komm, jetzt ins Ziel ist auch egal. Gewonnen ist gewonnen. Damit hast du Billy wohl erstmal zum Schweigen gebracht. Ja. Das könnte jetzt lustig aus in den Replay. Wir schauen mal. Und danach mache ich erstmal eine Pause. Also voll im LKW drauf. Quatsch. Oh Mann.
das einfach auf mich drauf. Puff. Das gibt's doch nicht. Ja, wirklich zurückspulen kann man da nicht, ne? Ne, nur pausieren. Guck mal, in welcher Kamera könnte man sich denn das vielleicht besser angucken? Der vielleicht? Oh, aber zweimal so schnell. Eventuell passt der Schwank. Kameraschwenker kann man sehen, wie der Polizist drauf fliegt auf meinen Porsche. Ja, mal gucken. Müsste ja jetzt hier irgendwie kommen, ne? Da scheint er auch aus der Kurve rauszugehen. Macht dann einen Abflug. Pff, genau auf mich drauf. Ja, fast genau, ne? Vor meiner Nase und dann auf meine Haube. Scheiße. Oh, richtig Kamikaze-Angriff hier. Schweinerei. Der schöne Porsche, wa? Kann doch nie wahr sein. Hey Kleiner, Dieter ist heute Abend geschäftlich unterwegs und wir fahren ein bisschen in die Stadt und spielen Capture the Flag. Was meinst du? Hast du das Zeug, meine Zeit zu schlagen? Das letzte Mal, als ich dort gefahren bin, habe ich einen neuen Rekord aufgestellt. Das möchte ich heute Abend auch wieder versuchen. Also halt die Augen offen, wir sagen dir schon mal, wo es lang geht. Ja, nee, ist klar. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich brauche erstmal eine Pause. Stunde zocken, das ist reicht, ne? Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser.